Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Interview mit dem Tobias von IOM. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mir Hi. bist. Heute mal ungewohnt per Zoom, sonst haben wir uns immer persönlich gesehen und persönlich miteinander gesprochen. Es gibt nämlich mit Tobias schon mindestens 10 Videos hier auf diesem Kanal. Wir haben uns viel über den Rohkostreinigungsweg, über gesunde Ernährung unterhalten. Und heute haben wir auch wieder ein ganz wichtiges Thema, und zwar grün essen, ob grüne Lebensmittel wirklich so sinnvoll sind. Und wenn man sich mal so eine konventionelle Ernährung anschaut, dann spielt grün überhaupt keine wichtige Rolle. Höchstens mal ein bisschen Gartenkräuter oder mal ein Salat, aber sonst spielt grün in der konventionellen Ernährung überhaupt keine Rolle. Und wer mich hier auf meinem Kanal schon länger verfolgt, der wird ja merken, dass für mich grüne Lebensmittel einen sehr hohen Stellenwert haben, vor allem Wildkräuter sind mit ein Hauptthema auf meinem Kanal und komplett gesprossen, auch die Sprossenzucht, Grünkraut zu ziehen. Und was für mich immer wichtig ist zu betonen, dass die grünen Lebensmittel so wertvoll sind, weil sie einen wichtigen Stoff enthalten, nämlich das Chlorophyll. Und das Chlorophyll hat ganz, ganz tolle Eigenschaften. Das kann zum Beispiel unser Blut reinigen, unseren Körper auch entgiften, das Immunsystem stärken. Also es gibt viele tolle Eigenschaften des Chlorophylls, und was viele gar nicht wissen, dass das Chlorophyll, also dieser grüne Farbstoff in den Blättern der unblättrigen Pflanzen, nämlich unseren körpereigenen Farbstoff, dem Hämoglobin, sehr ähnlich ist. Also im Hämoglobin ist Eisen enthalten und im Chlorophyll das Magnesium. Das ist der einzige Unterschied. Also das ist so, auch grün gepresster Saft ist halt, oder so Grassaft, ja, im Blut sehr ähnlich, ne? Und also ich trinke jetzt schon seit mehreren Jahren grüne Säfte, und es hat auf mich eine unglaublich vitalisierende Eigenschaft. Und grüne Nahrungsmittel, vor allem auch Wildkräuter und die selbstgezogenen grünen Sprossen und Grünkräuter, enthalten auch viele Mineralstoffe. Und ja, also ich befürworte ja immer, oder ich empfehle ja auch immer, Wildkräuter zu sammeln. Man muss ja nicht viel sammeln, eine Handvoll reicht. Und die sind einfach den konventionellen oder den konventionell angebauten Lebensmitteln hauchlos überlegen. Also auch einem Eisbergsalat, auch einem Spinat oder Rucola, weil die Wildkräuter einfach sehr nährstoffreich sind. Viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und Wildkräuter, die wachsen ja von selbst. Sie müssen so viel Kraft und Stärke aufbringen, um dort zu wachsen, wo sie wachsen. Da gibt es keinen Gärtner und da gibt es keine Pestizide. Und muss man nicht gießen. Das ist immer so, also ich bin immer so begeistert von Wildkräutern. Und kann das auch immer wieder nur empfehlen, einen gewissen Teil an grünen Lebensmitteln aufzunehmen, um einfach auch sich gut mit Nährstoffen zu versorgen, mit Chlorophyll zu versorgen und auch um so den Körper auch ein Stück weit zu entgiften, beziehungsweise auch, wenn man die Ernährung umstellt, ein Stück weit auch die Entgiftung abzumildern. Dass die Entgiftungssymptome nicht so stark sind. Und da gebe ich jetzt auch mal an Tobias ab. Der Tobias, du befürwortest ja eher die Früchtekost, beziehungsweise ist das dein Endziel? Auf deinem Kanal gibt es ja viele Videos zum Thema Rohkostreinigungsweg, aber auch Bewusstsein und Fasten. Also du hast auch viel Themen. Genau. Und wie sieht es dann jetzt aus mit grün essen? Also du befürwortest eher Früchte, du isst auch eher früchtebasiert, und ja, was kannst du zum Thema grün essen sagen? Genau, ja, ist ganz lustig, weil ich hatte sonst mal ein Video auf meinem Kanal veröffentlicht, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, es ging darum, nur Früchte essen und dass Früchte das Optimale ist, was den Körper reinigt. Und das denke ich auch nach wie vor, aber jetzt hatte ich neulich nämlich ein Video gemacht, grün essen. Und dann haben viele gesagt, so, hey, was ist, warum hast du da so geschwankt? Und im Grunde habe ich da gar nicht geschwankt, sondern eben das, was ich immer gesagt habe, dass es ein Reinigungsprozess ist, ein Reinigungsweg, der wirklich über mehrere Jahre sich zieht. Aber man merkt ja, wie das Gesundheitslevel und das Energielevel ständig steigt. Man fühlt sich immer besser über die Monate, Wochen, Jahre. Und man spürt gleich, besonders am Anfang, wie man sich viel entlasteter fühlt und viel besser mit Früchten. Aber eben am Anfang, weil die Entgiftung dann viel zu stark wird, braucht man viel Grün. Und ich habe selber auch am Anfang, wo ich in die Rohkost gestartet habe, also vor 4 Jahren habe ich dann nur noch komplett Rohkost gegessen, jetzt ja die letzten 4 Jahre. Und als ich da reingestartet habe in die Rohkost, habe ich eben auch nur grün gegessen am Anfang.
wirklich über 2 Monate habe ich nicht mal ein bisschen Zucker gegessen, weil ich da das auch mit den Parasiten ausleiten probieren wollte. Und habe da dann wirklich 2 Monate mir eigentlich einmal am Tag eine richtig fette Schüssel mit Salat gemacht, wo ich verschiedene Salate reingeschnippelt habe und das Ganze dann so ein bisschen gemischt habe. Ja, manchmal habe ich es dann ein bisschen Algen noch drüber gestreut und ein paar Wildkräuter gesammelt, habe da viel Brennnessel, am Anfang Löwenzahn und diese ganzen einfachen Dinge, diese banalen Kleeblätter. Es gibt ja so viel, also da kannst du ja dann nachher viel mehr noch drüber erzählen, was es da gibt. Und das habe ich eben am Anfang dann gesammelt und habe halt gemerkt, das hat mir am Anfang viel mehr Stabilität gegeben, weil gerade wenn man am Anfang zu viel Früchte isst, dann kommt man so schnell aus dem Gleichgewicht, man ist psychisch nicht mehr so stabil, wenn man eben nur Früchte isst. Aber da muss man halt ein Maß finden und dieser Reinigungsprozess wird ja immer bei Erde sehr schön beschrieben. Du hast ja auch schon mal ein Video zur schleimfreien Haltekost gemacht. Und das kann man dann sehr schön am eigenen Körper nachvollziehen und damit dann selber schön spielen. So, hey, wie gehe ich da voran? Reinige ich den Körper jetzt mal ein bisschen intensiver? Mache ich mal ein paar Fastentage? Mache ich mal ein paar Früchtetage? Aber dauerhaft am Anfang würde ich eben nie komplett nur Früchte essen, sondern da grün integrieren. Und deswegen habe ich auch das jetzt zuletzt eben das Video gemacht, warum du kaum oder keine Früchte essen solltest. Wir kommen eben von einem Punkt, wo wir sehr stark vergiftet sind vom Körper her. Der Körper ist einfach nicht mehr in einem guten Gesundheitszustand. Ich meine, man muss sich nur mal die Krankheitszahlen anschauen in den USA. Da geben die Leute mittlerweile, glaube ich, mehr Geld für Medikamente aus, als für Essen. Und das sagt ja schon alles. Ein Land, wo der Gesundheitszustand eigentlich am besten sein sollte, wo am meisten Geld ins Krankensystem, also ja, Gesundheitssystem kann man es nicht nennen, ins Krankensystem am meisten Geld investiert wird, sind die Leute ja mehr krank denn je, wie auf keinem anderen Ort der Welt. Ich meine, Altersdiabetes hieß es früher noch. Fettleibigkeit, sowas ist bei Kindern nicht aufgetreten. Und heutzutage ist es ja gängig, dass Diabetes und all diese Krankheiten schon im Kindesalter auftauchen. Ich meine, heutzutage ist es ja gängig, dass irgendwie in der Grundschule, im Kindergarten die Betreuer den Tabletten geben, weil sie, was auch immer, was für Krankheiten da jetzt da sind, Diabetes, ADHS und was weiß ich, was da diagnostiziert wird im Kindesalter. Als ich im Kindergarten war, da war das wirklich eine Ausnahme. Wenn da einer irgendwie was bekommen hat, dann war das schon irgendwie seltsam. Und heutzutage ist es ja irgendwie, mit dem Pausenbrot bekommt man seine Pillenschachtel. Und die Zahlen sind da wirklich erschreckend. Und da muss man sich wirklich mal anschauen. Da kann man nicht erwarten, wenn man 20 Jahre jetzt so gelebt hat, was noch wenig ist, die meisten sind ja jetzt, die zuschauen oft noch an dem Punkt, wo sie noch länger, da gibt es Leute, ich hatte Leute, einmal jemanden, der war 80 Jahre alt. Und wenn man bedenkt, an so einem Punkt, da ist es halt was anderes. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt kurz eine Detox-Kur und in 5 Wochen habe ich meinen Körper von 50 Jahren gereinigt. So läuft es halt leider nicht, wäre schön, wenn. Aber es tut sich trotzdem enorm viel und enorm schnell. Aber trotzdem braucht man eben einige Zeit. Und gerade in der Anfangsphase würde ich die ersten Jahre, mindestens die ersten 1-2 Jahre in der Rohkost überwiegend grün essen und empfehle ich deswegen jedem wirklich. Genau, und du hast da ja auch wunderschöne E-Books zugeschrieben, die erwähne ich auch immer wieder, wenn mich Leute auf das Thema fragen. Genau, aber im Moment, ich bin eben an dem Punkt, jetzt nach 4 Jahren, das ist immer weniger geworden und ich esse eigentlich nur noch, also hauptsächlich esse ich Gemüsefrüchte, sowas wie Gurke, Tomate und mal so einen leichten Blattsalat, nicht diese kräftigen Sachen, hauptsächlich eben diese leicht verdaulicheren Früchte noch, weil der Körper dann schon auf ein gewisses Level gereinigt ist und dann braucht man es nicht mehr. Ich sehe halt diese, gerade Wildkräuter, das sehe ich eher wie einen, es ist eine Art Medikament und ich meine, man läuft auch nicht mit Krücken, wenn das Bein nicht mehr gebrochen ist oder wenn man Herztabletten nimmt und das Herz funktioniert, dann kann man davon vielleicht eher Herzprobleme bekommen. Und dementsprechend
am Anfang zum Reinigen, zum Entgiften, zum Ausleiten. Die ersten Jahre finde ich das super, Grün eben zu integrieren. Und ja, aber dann wird es irgendwann immer weniger und dann lernt man aber auch auf den Körper wieder zu hören. Das ist ja das, irgendwann, der Körper ist das beste Messinstrument und sagt einem haarfein, wann und wie viel er essen möchte. Das muss man eben wieder lernen, dann ja, darauf zu hören. Was auch wichtig ist zu sagen, dass es ja für keinen Menschen oder dass es nicht für alle Menschen ein einheitliches Konzept gibt. Also du kannst jetzt sagen, am besten die ersten 1-2 Jahre vorwiegend Grün. Genau. Aber es gibt Menschen, je nachdem wie alt sie sind, das Alter hattest du ja auch schon angesprochen, ja. Also wie lange sie sich wie ernährt haben, ob sie auch in einer Großstadt gelebt haben, ob sie schon chronisch krank waren, Medikamente genommen haben, also verschiedene Dinge, ob sie Sport gemacht haben, genau. Das spielt alles mit rein. Und das kann ja. Bei manchen Menschen dieser Weg, bis sie überhaupt mal Obst mehr essen können, das kann 5, 6, 7 Jahre dauern. Ja, auf jeden Fall. Man kann so viele Faktoren beachten, aber es ist trotzdem gut, dass es was wie einen Leitfaden gibt. Man muss halt immer wissen, dass das alles individuell ist und dass man einfach auf sein Körpergefühl hören muss, auf die Symptome achten. Und da ist es einfach wirklich schon mal gut, von Anfang an erstmal mehr Grün zu essen, auch mehr Gemüse zu essen, Gemüsefrüchte. Ja. Und dann später ein bisschen mehr Obst. Also, so wie du das ja auch in deinen Videos beschreibst. Genau. Ja. Ja, das ist wirklich so individuell, wie gesagt, auch Sport ist so wichtig. Ich sehe immer wieder Leute, selbst wenn die sich konventionell ernähren, wenn du Sport machst, kannst du damit so viel kompensieren. Du hast einen ganz anderen Durchfluss. Du kommst nicht so schnell in eine richtig tiefe Krankheit rein, weil der Körper richtig im Fluss ist. Man altert vielleicht schneller dabei, weil man ständig Schadstoffe zu sich nimmt, aber der Körper ist besser in der Lage, es zu verarbeiten, wenn man viel Sport macht. Und dann eben genauso die Umgebung, wie du sagst. Es ist halt ein Unterschied, wenn ich in der Stadt lebe oder auf dem Land, also das merkt mit Sicherheit jeder, die Luft, die Abgase, sind Welten und dementsprechend muss man sich da auch essenstechnisch anpassen, weil wenn man sich zu clean, sage ich jetzt mal, in einer Großstadt ernährt, dann geht das Ganze direkt auf die Organe und man hat nicht so einen Puffer und man fühlt sich einfach nur schlecht und schlapp. Ja, da braucht man dann gewisse andere Ernährung, die das Ganze dann puffern kann. Und dann muss man sich eben auch anpassen, wenn dichtere Sachen essen. Also unter dichter verstehe ich jetzt Sachen, die wirklich dichter sind, die nicht so wasserhaltig sind, die mehr energetischer sind. Wir hatten ja auch schon mal ein Video mit dem Henry zusammen gemacht. Ein rein Heilkost, da hatten wir das ja auch besprochen. Ich glaube, da ging es auch darum, wenn man in einer Großstadt lebt, ist es schwierig, 100% schleimfrei zu leben. Ich muss auch mal ein bisschen Fette zu sich zu nehmen, um einfach den Belastungen standzuhalten in der Großstadt. Also das Video kann ich mal verlinken, das ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Interview. Ja, genau. Mit vielfältigen Erfahrungen. Und ich bin ja auch jetzt selber dabei mit der schleimfreien Heilkost, jetzt seit über drei Monaten. Ja. Schleimarm, schleimfrei und das ist wirklich eine interessante Erfahrung. Aber ich glaube, das erwähnst du auch in deinen Videos, schleimfrei, schleimarme Ernährung. Ja. Sag ich mal so, dein Fokus in dein Ernährungsvideos. Ja, genau, eben halt den Körper zu reinigen und dann immer mehr dahin zu kommen, ja, mit Früchten auch zu reinigen, genau. Und das andere dann eben einbauen, je nachdem, wie es nötig ist, da wirklich das Körpergefühl wieder zu entwickeln. Weil es ist eben individuell. Du kannst nicht sagen, du brauchst jetzt 1 Jahr und 1 Tag, um zu entgiften. Das ist nicht so. Du schaust, wie der Körper reagiert. Erst auch, wenn du die ersten Male gefastet hast, wenn du die ersten Male mal Reinigungsphasen hattest, dann siehst du, wie der Körper darauf reagiert und wie viel da rauskommt. Bei vielen ist es halt auch so, je nachdem, wie hoch das Energielevel ist, wie alt man schon ist, je nachdem scheidet der Körper mal mehr oder weniger aus. Also ab einem gewissen Alter ist es auch so, der Körper reinigt sich natürlich trotzdem, aber man kann nicht mehr diese tiefen Reinigungsprozesse machen. Weil ich meine, du kannst es ja auch schön mit dem Auto vergleichen. Mit dem Auto, auch im Alter, reparierst du nochmal die Grundprinzipien, schaust, dass die Schaltung richtig funktioniert, dass das Getriebe richtig geschmiert ist und so weiter, dass das alles richtig läuft und schön flüssig vonstatten geht. Genauso beim Körper. Aber du tauschst nicht mehr bei einem 20 Jahre alten Auto mit 500.000 Kilometer den kompletten die komplette Anlage, alles aus, die ganze Karosserie, weil der Motor verreckt dir dann eh und der Rest ist auch kaputt.
der Körper reinigt das, was noch nötig ist, damit du einfach noch ein schönes und ein lebenswertes Leben hast, das du genießen kannst, das du halt in Freude erleben kannst. Darum geht's. Ja, dass du, ja. Was ich noch sagen wollte, gerade weil bei dir jetzt auch oft das Wort Entgiftung gefallen ist, viele sagen, ja, wieso denn immer entgiften? Unser Körper hat doch natürliche Entgiftungsorgane. Der macht das von ganz alleine. Und wir wissen, dass das nicht ganz so ist, weil wir heute nicht mehr in einer natürlichen Umwelt leben. Wir sind viel Belastungen ausgesetzt, auch Umweltbelastungen, Schadstoffen, nicht nur über die Nahrungsmittel, auch so, sondern unser Wasser ist nicht mehr sauber, die Luft ist nicht mehr sauber. Ja. In einer Großstadt ist es noch den ganzen Abgasen ausgesetzt, auch Menschen, die in der Nähe von Industrieanlagen wohnen. Das ist nicht mehr so wie vor 100 oder 200 Jahren. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und auch schon durch die Ernährung, durch diese konventionelle Ernährung mit zu viel Brot, mit dieser ganzen Industriekost, darauf ist unser Körper gar nicht ausgelegt. Also er wird vielfach mit Stoffen konfrontiert, die gar nicht mehr natürlich sind. Oder nicht mehr weiß, wie soll er die jetzt entgiften, wie soll er die raushauen. Und meistens lagert die dann irgendwo in den Zellen ab oder in Organen ab oder in Gelenken ab. Und wenn wir diesen Reinigungsweg gehen, so wie du ihn auch in deinen Videos beschreibst, dann kann man den Körper unterstützen, einfach diese Stoffwechselprodukte, wo der Körper nicht weiß, oder die Stoffwechselendprodukte, wo sollen die hin? Damit kann man dann den Körper wieder unterstützen, diese auszuleiten, auch Bewegung. Ja. Das ist so wichtig, weil es einfach auch die Lymphe in Bewegung hält. Genau. Die Lymphe trägt den ganzen Mist nach draußen und das ist nicht zu unterschätzen, das will ich immer wieder sagen. Gerade wenn man heute hier in Europa lebt oder gerade in einer Großstadt, dann ist es wichtig, den Körper da zu unterstützen, also die Entgiftungsorgane auch zu unterstützen. Und das macht man, indem man den Körper auch nicht mit zu viel Nahrung überlastet. Also, ja, genau. Entschuldigung. Ja, viele sind sich über das Ausmaß gar nicht bewusst, auch wie du sagst. Natürlich, der Körper und jede Zelle ist halt wirklich darauf programmiert, auf Gesundheit. Wenn du krank wirst, dann investierst du jeden Tag in Krankheit, mehrmals. Und das ist der Punkt. Normalerweise ist unser Körper nicht dafür gemacht, dass wir fünfmal am Tag essen. Und nicht, dass wir fünfmal am Tag was Falsches essen. Und wenn wir eine Fleischmahlzeit nur als Beispiel essen, die gekocht ist, die vermischt ist mit Glutamat oder sonstigen Zusätzen, dann braucht unser System über 70 Stunden teilweise, um das zu verdauen. Das heißt, eine einzige Mahlzeit hat dein Körper 70 Stunden da an die 3 Tage länger zu schaffen dran. Und das machst du häufig 3-mal am Tag. Habe ich sonst 3-mal am Tag gemacht. Frühs irgendwie ein Wurstbrot gegessen in der Kindheit und dann mittags wieder und zwischendrin noch ein Snack und Süßigkeiten. Das heißt, ich investiere 5-mal am Tag gegen meine Gesundheit. Und dann kommen noch die Umgebungsbedingungen, die Luft, die Abgase, dann auch die Strahlung, was Internet und so weiter angeht. Das spielt alles eine Rolle und spielt alles damit rein. Wir sind nicht mehr in einer natürlichen Umgebung. Unser Körper ist dazu gemacht, um frische Luft zu atmen. Und wenn wir eben ein Boot an Land benutzen wollen, dann ist da kein Wasser und es läuft nicht richtig. So ein Boot irgendwo in einem Tümpel rumzufahren, das ist träge. Das läuft nicht so schnell, wenn du auf dem offenen Meer bist. Und dementsprechend, wenn du wieder mit deinem Körper in der frischen Luft bist, bei frischer Luft schläfst, mit gekippten Fenster zum Beispiel, dann reinigt sich der Körper auch wieder optimal. Und wenn du dann nicht da rein investierst, dass du 5-mal am Tag eben eine falsches Benzin in deinen Körper kippst, und noch dazu viel zu oft, wie wenn du in dein Auto, wenn der Tank voll ist, ist er voll. Wenn du dann immer noch weiter Benzin draufschüttest, das bringt nichts. Und beim Körper ist es noch kontraproduktiver, weil beim Auto, da läuft es einfach über, läuft irgendwo auf die Straße. Aber wenn du oben dir was in den Mund reinsteckst, dann muss dein Körper das wieder ausscheiden. Und ganz im Gegenteil, er braucht dann die Energie, um das wieder loszuwerden. Weil alles, was zu viel ist, ist zu viel. Wenn ein Ofen eine Kapazität von, was weiß ich, von 5 Kilo Holz hat und du stopfst 10 Kilo rein, dann brennt da nichts, weil dein Körper ist damit dazu gemacht, der Ofen ist dazu gemacht, dass er so und so viel Sauerstoff
dann dieses Holz verbrennt. Aber so läuft dann gar nichts, weil dein Körper hat die Kapazitäten und wenn du den überlastest, was wir eben täglich, nochmals zu wiederholen, viel zu oft machen, dann funktioniert es eben so nicht und dementsprechend muss man den dann entgiften. Und jeder kann es feststellen, was da rauskommt. Und wenn man den Weg mal über längere Jahre geht, dann merkt man eben auch, dass wenn man fastet, dass man damit nicht mehr so große Probleme hat wie am Anfang. Am Anfang kommen da riesige Entgiftungswellen und Heilkrisen und später passiert da nicht mehr so viel. Dann hat man einfach ein viel höheres Energielevel, obwohl man gerade nichts isst. Und man hat eine Energie, kann Sport machen, man braucht nicht mehr so viel Schlaf. Schlaf geht total runter, wenn die Reinigung dann wieder runterfährt. Also zur Reinigung braucht man dann wieder mehr Schlaf, weil der Körper Ruhe und Entspannung braucht. Also vor allem die Entspannung braucht er, nicht unbedingt den Schlaf. Aber dementsprechend geht später das Schlafpensum. Ich kenne Leute, dann schläfst du nur noch 4 Stunden. Du brauchst nicht deine 8 Stunden Schlaf dann. Die 8 Stunden Schlaf, die braucht man halt, weil man, ja, weil man den Körper falsch bedient. Weil ich meine, man muss 8 Stunden Schlaf ist dann für viel besser. Genau. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn man ein Handy hat oder ein Auto. Du hast ein Auto und es muss 8 Stunden am Tag in die Werkstatt. Was ist das für ein Auto? Das gibst du zurück. So, das ist kein Auto. Dein Körper ist dazu da, dass er funktioniert, dass du den immer benutzen kannst. Wir brauchen nicht so viel Schlaf, wenn der Körper sauber wird. Das wirst du ganz automatisch merken. Der Körper, du solltest so viel schlafen, wie es der Körper dir sagt, wie viel du brauchst. Aber es ist eben nicht so, dass man dann noch so viel braucht, wenn man den Körper wieder richtig bedient. Ja. Also ich kann das bestätigen, was du auch gesagt hast, wenn man den Körper nicht so belastet, weniger isst, dann hat man auch viel mehr Energie zur Verfügung. Also genau. Ich esse ja seit längerem jetzt, schon seit Anfang des Jahres, nur eine Mahlzeit am Tag meistens. Also ja. 1%-Satz. Und das heißt, wenn ich tagsüber Sport mache, wenn ich unterwegs bin, wandern oder wenn ich konzentriert arbeiten möchte an irgendwas, ich esse nie davor oder während dieser Zeit. Ich esse immer erst am Abend. Dann, genau. Wenn ich kann, dann esse ich. Und ich habe wirklich den ganzen Tag über Energie. Ich habe keinen ja. Abfall meiner Energie. Der Blutzucker schwankt. Und es ist halt auch eine Frage der Körperreinigung. Und auch ich, genau. Meine Ernährungsumstellung hat jetzt insgesamt, wenn ich das einrechne, wann ich Vegetarier geworden bin, 26 Jahre gedauert. Und ich bin jetzt ja. noch eine Mahlzeit und ich esse recht wenig an Energie, dafür nährstoffreich. Und ich merke, ich bin voll in meiner Kraft. Auch ich treibe ja auch regelmäßig Sport und ich kann nicht genau. sagen, dass meine Leistung abfällt. Also eher gleich bleibt oder wächst. Und das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und genau. Das würde ich auch gerne auf meinem Kanal so teilen, auch wenn das sehr polarisierend ist, dass man sagt, nur noch eine Mahlzeit und nicht so dicht. Ja. Und ich bin trotzdem in meiner Kraft. Ja. Was ich nochmal, also deine Themen auf deinem Kanal, geht es ja oft um diesen Reinigungsweg. Und da gibt es ja von dir einen Videokurs. Ja. Du hast einen Videokurs gepackt und nimmst die Menschen an der Hand und führst sie dann durch die Ernährungsumstellung. Also hast du einen roten Leitfaden geschaffen. Möchtest du dazu mal was sagen zu deinem Kurs? Genau, da kommt eben jetzt dann am nächsten Sonntag, also der 14. Oktober ist es, da kommt der Kurs raus. Nutrition Now habe ich ihn genannt. Und es ist eben ein 10-Wochen-Programm, also wo ich dich wirklich mitnehme und dann begleite dabei bei der Ernährungsumstellung, dir die Infos an die Hand gebe, klar, Schritt für Schritt mit wöchentlichen Lektionen, wo man dann wöchentlich die E-Mail-Benachrichtigungen bekommt und dann wöchentlich die Videos freigeschalten bekommt und dort dann, wie gesagt, einen klaren Faden bekommt, wie man den Körper da Schritt für Schritt reinigen kann und es eben stufenweise diesen Prozess ja, vonstatten geht. Und die Mittel und Wege eben, die Detox-Methoden da drinnen, die Entgiftungsmöglichkeiten und je nachdem, an was für einen Punkt du gerade stehst, wie du da dann auch wirklich an dem Punkt vorgehen kannst. Und mit dem Kurs, das Eigentliche, was ich immer machen wollte, ist dieses ganze Ernährungswirrwarr mal ein Zettel. Weil jeder, ich kenne das von mir am Anfang, oder du kennst es bestimmt auch, der eine erzählt dir plötzlich Paleo, dann erzählt dir der nächste irgendwas von Low Carb, der andere erzählt dir was von High Carb, der andere sagt dir dieses, jenes. Und jeder hat mit dieser Ernährungsrichtung schon alle möglichen Krankheiten geheilt.
Und in dem Kurs möchte ich halt wirklich damit aufräumen, warum dieses ganze Wirrwarr da entstanden ist, warum der eine denkt, das ist optimal und warum der andere denkt, das andere ist optimal. Und da geht es eben darum, weil das Ganze eben ein Reinigungsprozess ist. Und je nachdem, auf welcher Stufe ich mich da befinde, wenn ich mich am Anfang Fleischesser war und Allesesser und Glutamat und was weiß ich gegessen habe, Chips und Cola und Bier, und wenn ich jetzt dazu übergehe und Chips und Cola und Bier weglasse, allein schon, und Medikamente weglasse, dann ist es schon ein Schritt besser. Und dadurch kann ich schon gesundheitliche Verbesserungen erlangen. Und dementsprechend ist es dann auch mit der Ernährung, wenn man weitergeht, wenn ich jetzt das Fleisch weglasse, dann kann ich damit schon Krankheiten heilen. Wenn ich aber jetzt schon einen Schritt weiter war und zum Beispiel mich schon mal rohköstlich ernährt habe und dann wieder zurückgehe und mich zwar noch pflanzlich ernähre, aber wieder was koche und ein bisschen durcheinander esse und vielleicht nicht so tolle Kombinationen, dann kann es sein, dass ich mich dann wieder schlechter fühle und dann wieder Krankheiten auftauchen nach den Jahren. Und dementsprechend ist es eben ein Prozess, wo man wirklich über die Monate, Jahre sich stufenweise vorarbeitet und den Körper reinigt und dann wirklich Schritt für Schritt immer mehr in einfach einen total genialen Zustand kommt, wo man, ja, man spürt das Leben wieder, man hat wieder diese Freude im Leben, man hat diese Klarheit beim Denken, man hat weniger Schlaf, mehr Energie. Und das ist das, wo sich es dann Schritt für Schritt jeden Tag hin entwickelt. Und da möchte ich dich eben mitnehmen und daran führen. Das ist das, worum es geht im Leben. Weil was macht das Leben noch für einen Sinn, wenn man die Freude dabei nicht verspürt? Egal, was du machst. Es geht ja immer um die innere Erfahrung, die man dabei hat. Es ist eben ein ganzheitlicher Weg. Genau. Und ja, das startet am Sonntag und es ist ein 10-Wochen-Programm. Und ja, da ist jeder natürlich herzlich eingeladen. Und jetzt gibt es eben die Woche vorher auch 2 kostenlose Webinare noch, auch zum Thema Detox einmal, ein kostenloses Detox-Webinar, wie man da eben am besten entgiftet, wie man den Körper am besten reinigt und was man da anwenden kann für Methoden. Und dann gibt es eben noch ein kostenloses Webinar zum Thema richtig essen, wie man da die Ernährungsumstellung richtig angehen kann, explizit eben auf die Ernährung, was die Entgiftung und diesen Reinigungsweg angeht. Genau, das ist am Samstag dann das Webinar. 20 Uhr immer. Ja. Da werde ich dann, für alle, die es interessiert, ich werde den Kurs von Tobias und auch die kostenlosen Webinare, je nachdem, wann sie schon online gegangen sind, auf alle Fälle unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr genau. Das mal anschauen. Und für diejenigen, die jetzt so fragen, der Tobias redet immer so von Rohkostreinigungsstufen. Also ich habe mit Tobias dazu auch schon ein Video gemacht, wer da mal so einen groben Überblick haben möchte, dann kann ich euch das hier oben im Programm verlinken. Da haben wir dann auch mal sowas eingeblendet, welche Reinigungsstufen gibt es. Und dann haben wir auch gesagt, auf welche Stufe wir gerade stehen. Das ist genau. Auch ein sehr interessantes Video. Ja. Mal, genau, da könnt ihr euch dann noch mal ein bisschen informieren, was das dann mit den ganzen Rohkoststufen auf sich hat. Zum Schluss, weil es ja auch um gesund grün essen oder um grün essen geht und weil es eben auch wichtig ist für eine Ernährungsumstellung, das sagst du ganz klar, wer die Ernährung umstellt, am Anfang mehr grün integrieren, wenig Obst, vielleicht auch gar kein Obst und du es genau. Mehr grün. Zum Schluss wollen wir noch darüber sprechen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich meine, so eine Ernährungsumstellung ist ja nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder an einen bestimmten Monat gebunden. Ja. Wenn man darauf stößt und auf einmal sagt, so, das will ich jetzt probieren, fängt dann an. Und was für grüne Lebensmittel gibt es denn? Ja. Kurz drüber sprechen. Tobias, du hast ja schon gesagt, in den 2 Monaten hast du Salate, dir verschiedene Salate gemacht, Brennnessel, genau. Löwenzahn. Kannst du noch irgendwas Grünes empfehlen? Ja. Ja, ich hatte nämlich ja auch im Winter umgestellt. Ne? Ich habe Oktober angefangen mit 100% Rohkost, eigentlich genau die falsche Jahreszeit. Ja. Und da hatte ich, glaube ich, viel Grünkohl und ja, Kohl gibt es da auch Arten. Und dann eben die Wildkräuter. Ich meine, Brennnesseln, je nachdem, wo man da wohnt natürlich, die sind fast den ganzen Winter teilweise noch draußen. Und dann diese ganz simplen Sachen, Klee, und im Winter gibt es noch Brombeerblätter, die sind jetzt etwas bitterer, nicht so für jeden Geschmack eventuell. Genau, aber ansonsten bist du ja der Experte dafür. Und ja, aber man kann ja eben Sprossen, Wildkräuter, Sprossen ziehen. Das ist ja genau das, wo ich dann auch immer auf deinen Kanal hinweise, auf dein E-Book mit den Sprossenzucht,
wo du ja auch einfach beschreibst, wie man sich Sprossen ziehen kann, auch was für Sprossen. Genau. Da würde ich vielleicht noch mehr an dich abgeben, aber ja, ich habe, nur mal noch, um kurz zu erzählen, was ich so esse, oder am Anfang habe ich eben auch noch, ja, dunklere Sachen gegessen, mehr diese Wildkräuter, wie hauptsächlich habe ich mich eben an Brennnessel orientiert, Brennnessel, Löwenzahn, Klee, Butterblumen, ganz einfach, die schmecken so ein bisschen nussig, finde ich aber total lecker. Und ja, beim Sammeln natürlich immer, je nachdem, wie empfindlich da man ist, darauf achten, wo man sammelt. Natürlich nicht an der dicht befahrenen Straße oder direkt an der Ecke, wo die Hunde immer hinpinkeln. Ja, und ja, es gibt ja noch so viel Standard-Wildkräuter. Da denke ich, kannst du ja jetzt, da würde ich mal an dich noch abgeben, genau. Und jetzt bin ich eben mehr bei Eisbergsalat mal, eben diese ganzen leichten Grünsachen, wenn ich merke, ich brauche da noch so ein bisschen, um zu puffern. Aber überwiegend da bin ich dann eher bei Gemüse, Früchten. Genau. Okay. Ja, ja, es gibt natürlich eine ganze Palette an grünen Lebensmitteln, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir die Ernährung umstellen wollen. Und an erster Stelle stehen bei mir natürlich immer die Wildkräuter. Das ist ja auch so ein Thema, was sich durch meinen Kanal zieht. Es gibt immer wieder Wildkräuter-Videos. Und von bis Herbst, das ist eine unglaubliche Vielfalt bei uns in Deutschland. Und auch im Winter, du hast es schon erwähnt, Brombeerblätter gibt es zum Beispiel. Und es gibt auch einige andere Wildkräuter, die man im Winter sammeln kann, zum Beispiel die Vogelniere. Also wenn man da Plätze kennt, ist es nicht zu kalt, die treiben und keimen sogar unter dem Schnee. Also dann kann man da wirklich das ganze Jahr Vogelniere sammeln. Ich habe auch schon im Winter Taubnessel und Girsch gefunden. Also je nachdem, wie wild der Winter ist. Und die Brombeerblätter hast du ja schon angesprochen. Ja, die schmecken ein bisschen zäh und so ledrig. Die sind nicht mehr so wasserhaltig, aber es ist grün. Hast du da vielleicht einen Tipp? Du hast ja auch einige Rezepte immer, ne? Kannst ja auch mal wahrscheinlich drunter verlinken, was man da schön machen kann mit ein paar bittereren Sachen, wo man sich schöne Salate trotzdem machen kann, die lecker und schmackhaft sind, auch für jemanden, der noch nicht so an das arge Grün am Anfang gewohnt ist. Ja. Ja, also Brombeerblätter, die zum Beispiel, die kann man gut in den Smoothie mixen. Schon ein bisschen mit dem Obst, oder mit einer Gurke oder mit Sellerie. Also ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich gar keine Lust mehr hatte auf grüne Smoothies mit Obst. Ich habe mir dann einfach Gurke und Stangensellerie und Grün gemixt. Ja. Das ist immer ganz so Geschmackssache. An Wildkräuter, ja genau, also das wäre so mein Tipp für die Wildkräuter. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, auf Kulturgrün zurückzugreifen. Also alles, was es so im Supermarkt, aber ich empfehle immer Bioladen oder Biokiste. Diese Palette, wer im Winter anfängt, da haben wir den Grünkohl, ein sehr, sehr wertvolles Kulturgrün. Das enthält Eiweiß, ne? Wunderbares pflanzliches Eiweiß, Kalzium, Eisen, wirklich ein wunderbares Kulturgrün, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, Wildgrün zu sammeln. Im Winter gibt es auch Postelein, Feldsalat. Ja. Richtige grüne Lebensmittel im Winter. Und im Sommer hat man ja auch hier so die ganzen Gartenkräuter und Rucola und Spinat und Mangold, Wirsing, also man hat das Ganze ja über Wildgrün und Kulturgrün. Ja, also es besteht schon die Möglichkeit, aber wenn man wirklich frisches Grün haben möchte, dann empfehle ich natürlich immer Grünkraut und grüne Gräserzucht, grüne Sprossen zu ziehen. Die kann man sich zu Hause ziehen. Ja. Das habe ich in meinem E-Book erwähnt, da habe ich alles beschrieben, wie man diese Sprossen zieht, warum sie so wichtig sind und wie man sie auch vor allem erfolgreich zieht. Ja. Und immer frisches Grün zu Hause. Also ich empfehle ja auch bei einer Ernährungsumstellung einfach mehr Sprossen hinzuzufügen. Da fällt mir auch gerade ein, Alfalfa-Sprossen habe ich immer geliebt. Das waren so meine Lieblingssprossen. So diese Mungbohnen und diese, die Sachen haben mir nicht so zugesagt. Aber Alfalfa-Sprossen finde ich auch super lecker, so schön mild, angenehm. Und die habe ich mir auch oft gekeimt. Kann man zum Beispiel, was ich immer super fand, du nimmst einfach eine Paprika, schneidest sie in der Hälfte durch, hast dein schönes Schiffchen für unterwegs und dann tust du da einfach deine Sprossen drauf, vielleicht einen Avocado-Schnitz, ein bisschen Zitrone drüber träufeln, wenn du willst, Salz, Pfeffer oder was auch immer du gerade noch verwendest in deiner Ernährung, irgendwelche Gewürze, Kräuter drüber und fertig, lecker reinbeißen. Ganz einfach für unterwegs. Ja. Alfalfa-Sprossen sind auch gute Sprossen für Einsteiger, weil sie eben mild sind. Genau. Die sind auch nicht ganz so dicht, also die haben so einen sehr angenehmen Geschmack. Ja. Eine unglaubliche Frische und wenn sie eben 7 Tage keimen lässt, dann
entwickeln sich so grüne Blättchen. Das auch ja. Also, Alfalfa gehört auch auf alle Fälle mit zu meinen Lieblingssprossen. Meine habe ich schon ja. die ich in meinem Leben gezogen habe. Und genau, da hatten wir jetzt Kulturgrün, Wildgrün, aber Baumblätter wollte ich noch erwähnen. Man kann im Frühjahr genau, stimmt. Baumblätter essen. Lindenblätter sind meine absoluten Lieblingsblätter. Baumblätter. Ja. Blätter kann man essen, ganz, ganz junge Eichenblätter, Spitzahorn, Weißdorn sind auch sehr wohlschmeckende Blätter. Also, ja. also man hat das ganze Jahr über ganz, ganz tolle grüne Lebensmittel zur Verfügung. Dann gibt es auch noch die, ich auch gerne empfehle, die Mikroalgen, Chlorella und Spirulina. Die Algen aus Klötze, also hier aus der Region. Ja. Und das empfehle ich auch immer wieder gerne. Dann hat man wirklich für das ganze Jahr eine Auswahl, was man an grünen Lebensmitteln essen kann. Und genau. Ich habe schon mein E-Book erwähnt, Gesund grün essen. Ja. Da ist wirklich alle, sind alle grünen Lebensmittel aufgeführt. Ne? Was das Wertvolle an den grünen Lebensmitteln generell ist, an Chlorophyll, auch die Bitterstoffe, die hast du, glaube ich, auch schon erwähnt. Bitterstoffe. Ja. Also grüne Lebensmittel enthalten halt oftmals Bitterstoffe. Und die Bitterstoffe, die erzeugen halt auch so ein angenehmes Sättigungsgefühl, gerade oder dämmen auch so die Esslust ein. Gerade wenn man sich näher umstellen will und dann kommen auf einmal so die Gelüste und genau. nach einer Pizza dann einfach auf Bitterstoffe. Bitterstoffe, ja. Bitterstoffe in der Ernährung achten. Das regt nochmal die Verdauung an, verbrennt auch Fettzellen. Ja. Nun, das mit der Fressschraube, weil du es gerade gesagt hast, ne? Da ist es auch so, gerade am Anfang, wenn man zu viel Früchte isst und dann noch diese überzüchteten Früchte, dann kommt man oft in dieses Ort, den ganzen Tag essen und dauerhaft essen und man kommt kein richtiges Sättigungsgefühl mehr, keinen richtigen Stopp, weil es dann eben auch zu viel wird. Und da ist es eben mit den Grünen einfach perfekt. Und sowieso im Winter dann da was Dichteres zu haben. Genau. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt selber im Sommer die Erfahrung gemacht, ich war mit meinen Jungs und Freunden auf Sizilien. Wir haben zum Beispiel vormittags oft Sport gemacht, sind laufen gegangen, wir haben auch verschiedene Kräftigungsübungen. Danach habe ich erstmal, ich hatte so Grassaftpulver dabei, so aus Gersten- und Kamutgras, habe ich mir erstmal 400 Milliliter so ein Grassaftgemischgetränk zu mir genommen, so ungefähr gegen 12 Uhr oder 13 Uhr. Danach habe ich noch so bittere 7 Kräuter genommen, von Bertram Heidelberger. Die sind ganz bitter, aber ich mag das total, also sehr angenehm. Und danach waren wir unterwegs, haben irgendwas erledigt, waren am Strand, haben einfach die Natur genossen und dann so gegen 18, 19 Uhr gab es dann die erste Mahlzeit. Und obwohl ich Sport gemacht habe, auch Kräftigungsübungen, also das hat schon auch so Energie, sage ich mal so. Oder viele denken ja, oh, wenn ich so viel Sport mache, das zieht Energie. Aber ich habe mich danach immer total gesättigt gefühlt. Und für mich hat es Grassaft und diese, es war so ein, weiß nicht, ein halber Teelöffel 7 Kräuter ausgereicht, dass ich total gesättigt war. Und dann auch den ganzen Tag. Und abends gab mir oft Wassermelone, gegessen Feigen, Gemüsefrüchte und ein bisschen Salat. Und dort cool, habe ich 3 Wochen lang so gemacht. Und dann da merke ich auch immer, wie gut ich mich mit diesen grünen Lebensmitteln fühle. Oder mit diesen also das ist so mein persönlicher Erfahrungswert. Genau, und für alle diejenigen, die jetzt sich auch gerne mehr grün ernähren möchten und auch mehr Informationen darüber möchten, sehr umfangreiche Informationen, da kann ich natürlich auch Essen empfehlen, das verlinke ich euch. Ja. Sind auch Rezepte dabei mit Wildkräutern, mit Kulturgrün, mit Mikroalgen, also auch Rezepte, die ich in den letzten Jahren auch regelmäßig zubereitet habe für Freunde, für mich, Familie und alle wichtigen Informationen drin, die man braucht, sich mit den Lebensmitteln ein bisschen besser auszukennen. Ja, es ist ja wirklich so umfangreich. Es sind ja, wie viel waren jetzt? Das erste waren auch schon 200 Seiten, oder? Genau, bei dem letzten. Und es waren über 400 Seiten. Ja. Aber es ist einfach so ein umfassendes Thema. Und ist auch schön zum Nachschlagen, ne? Es sind jetzt so diese Sprossen-E-Bogen, auch das Gesund-Grün-Essen, das sind so 2 Nachschlagewerke. Ja. Ja. Das liest man wahrscheinlich nicht in einem Ritt so durch, aber wenn man mal was Bestimmtes sucht, eine bestimmte Thematik, da kann man sich einfach schön einsetzen. Okay, lieber Tobias, war wieder mal sehr schön, ich mit dir zu sprechen. Auch deine wertvollen Informationen. Ich mag auch immer so deine Gleichnisse, wie schön du das mit Bildern beschreibst, was in unserem Körper passiert. Das macht es sehr, sehr, sehr verständlich, dass du das wieder hier so uns zur Verfügung gestellt hast, deine Bilder. Ich bin sehr gern. Danke dir auch für deine Arbeit. Ich finde es so unglaublich wichtig, das einfach mehr in die breite Masse reinzutragen, dass jeder wirklich diese Möglichkeit hat, dort das Wissen und
die Erfahrung an die Hand zu bekommen. Die Erfahrung muss er dann selber eben machen. Aber wirklich die Möglichkeit erstmal hat, dass er weiß, dass die Optionen überhaupt existieren und was es da noch für Ansätze gibt. Und dann kann man ja immer selber nach dem eigenen logischen Schlüssen schauen, wie es funktioniert. Und dann, wenn man es erfährt, dann sieht man eben, dass es so funktioniert und kann das dann wirklich direkt, dann ist es was anderes nochmal. Und ja, du leistest da ja so viel, dass die Videos für dich so schön. Also nochmal ganz lieben Dank, lieber Tobias. Ja, ich auch. Dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Und an alle Zuschauer, vielen Dank, dass ihr bis, ist, glaube ich doch, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit im Blick, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen längeres Interview. Ja. Wir sind natürlich an eurer Meinung interessiert. Was haltet ihr von diesem Thema Entgiftung, auch gerade genau. angesprochen haben, weil es, wie gesagt, auch immer ein bisschen polarisierendes Thema ist. Und wie ist eure Erfahrung mit der Ernährungsumstellung, mit Obst oder mit grünen Lebensmitteln? Also lasst gerne eure Erfahrungen da unter dem Video einfach einen Kommentar lassen. Ich bin immer ganz begeistert von diesen Erfahrungsberichten, wenn Menschen schreiben, also ich ernähre mich so und ich habe die und die Erfahrung gemacht und ich fühle mich total gut damit. Und das finde ich immer sehr bereichernd. Es gibt so viele inspirierende Kommentare auch und auch so Links oder so Anregungen, das schätze ich immer sehr. Ja. Ich freue mich natürlich auch über den Austausch unter diesem Video. Wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit und Tobias, mit uns wird es bestimmt mal noch ein Video geben. Ne? Spätestens wenn wir uns wiedersehen. Es gibt ja so viele spannende Themen, da freue ich mich auch darauf. Ja, ich will euch unbedingt ja auch mal wieder besuchen in Leipzig. Jetzt bin ich leider lange nicht mehr hingekommen, weil ich jetzt umgezogen bin. Und ja, Leipzig ist doch immer ein Stück von hier. Ja, bei Ansbach, Rothenburg und dann ist es wirklich... Ja, aber ich wollte Ende Oktober, würde ich mich super wieder drüber freuen. Ja, wir haben ja auch schon so viele Videos. Aber ja, es gibt doch so viele Themen. Dann alles Liebe dir, Tobias. Alles Liebe den Zuschauern. Dir auch, euch auch. Macht's gut.